Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Produktpräsentation in H0. Heute haben wir wieder etwas Schönes von der Firma B-Models von euch, nämlich eine schwere belgische Diesellokomotive. Die werden wir euch in dem heutigen Video vorstellen. Vorab natürlich der Fahrplan, ihr kennt das. Es gibt zu Beginn ein paar Informationen zum großen Vorbild. Dann geht es weiter zu unserem Modell hier in 1:87, das wirklich eine Menge zu bieten hat. Dann gibt es natürlich alles. Sounds, denn wir haben hier wieder ein Modell mit Sound ab Werk. Wir schauen uns die Fahreigenschaften an draußen in der freien Wildbahn und zum Schluss kommt dann das Schlusswort und die Artikelnummern. Der Fahrplan steht, verlieren wir keine Zeit und legen los. Viel Spaß! Beginnen wir unseren Fahrplan also nun mit dem großen Vorbild und reisen zurück in die Vergangenheit, nämlich um genau zu sein in das Jahr 1961. Dort erblickte unsere Lokomotive das Licht der Welt, allerdings noch unter einem anderen Namen, denn diese Fahrzeuge kamen als Reihe 205 auf den Markt. Erst ab 1971 wurde diese Reihe dann umgenummert und zwar hatte sie dann fortan die Reihenbezeichnung 55 und gehörte der belgischen Staatsbahn NMBS bzw. SNCB. Hierbei handelt es sich um eine Serie von insgesamt 42 sechsachsigen schweren Diesellokomotiven, die seit 1961 vorrangig vor Güterzügen zum Einsatz kommen. Zusammen mit der Reihe 200 bilden die Fahrzeuge der Reihe 55 die zweite Generation von Diesellokomotiven bei den belgischen Staatsbahnen. 20 Exemplare beschaffte die luxemburgische Staatsbahn CFL. Dort bekamen die Lokomotiven die Reihenbezeichnung 1800. Die Konstruktion erfolgte in den Jahren 1961 und 62. Wie auch bei den Vorgängerbaureihen 202 und 203 erhielt die Reihe 55 die Fahrmotoren von General Motors. Der Wagenkasten wurde jedoch, und jetzt entschuldigt bitte meine vielleicht falsche Aussprache, von La Bourgeoise et Nevilles gefertigt. Der Wagenkasten ist gelb mit dunkelgrünen Streifen. Zu Beginn ihrer Lebensdauer hatten die Lokomotiven nur drei Signalleuchten, wobei über einen Farbfilter dann zwischen Spitzen- und Schlusslicht umgeschaltet werden konnte. Allerdings noch in den 60er Jahren, gegen Ende ungefähr, wurden aber nochmal separate Schlusslichter verbaut und genau diese haben wir auch dann hier bei uns im Modell. Das heißt, wir haben drei Spitzenlichter und auch dann zwei separate Schlusslichter auf beiden Seiten. Mitte der 70er Jahre versah die NMBS bzw. die SNCB die Lokomotiven 5001, 5540 und 5542 mit Hochspannungsgeneratoren, um einen Einsatz vor Personenzügen zu ermöglichen. Das hatte den Hintergrund, da man natürlich anders wie bei Güterwagen für die Personenzüge natürlich sehr viel elektrische Energie braucht für Klimaanlagen, für Licht, für Türsteuerungen eventuell und auch ganz besonders natürlich hier das Bordrestaurant nicht zu vergessen und dementsprechend war es dann natürlich unabdingbar, dass dann eine Nachrüstung für diese Lokomotiven erfolgte. Nach einer dreijährigen Testphase zwischen 1976 und 1979 wurden weitere Lokomotiven umgerüstet. Optisch sind diese dann an einer gelb-blauen Lackierung zu erkennen. Also im Prinzip genau unsere Lackierung hier, nur das, was grün ist, war dann bei diesen Lokomotiven blau. Die Lokomotiven verkehrten überwiegend in Wallonien, vorrangig auf der Artus-Mars-Linie und der Bahnstrecke Lüttich-Luxemburg. Sechs weitere Lokomotiven sind für Bergungsfahrten mit dem Signalsystem TVM 430 und einer Scharfenbergkupplung ausgerüstet worden. Fünf weitere Lokomotiven waren für den grenzüberschreitenden Einsatz auf dem Eisernen Rhein in die Niederlande und nach Deutschland mit ATB für die Niederlande und PZB 90 für Deutschland ausgerüstet worden. Außerdem wurden, da die Monzenroute bis Ende 2008 noch nicht elektrifiziert war, vom Bahnhof Aachen West aus auch die Baureihe 205 eingesetzt. Ein paar kurze Stichpunkte zu der Lok. Wir haben hier das Baujahr, wie er eben schon gehört, 61 bis 62. Wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h, eine Dienstmasse von 110 Tonnen, eine Länge von 19,55 Metern und eine Achsfolge von CO/CO. Beginnend ab den 2000er Jahren wurden die Lokomotiven ersetzt, im Personenverkehr in der Regel durch Triebwagen der Reihe AR41, im Güterverkehr dann durch die moderneren Diesellokomotiven der Reihe 77. Und so endete dann auch leider der Einsatz hier bei uns in Deutschland, aber in Belgien gibt es noch vereinzelt private Unternehmen, die diese Lokomotive hegen und pflegen und teilweise mit ihnen auch noch Museumsfahrten machen. Ja, Freunde, kurz und knackig zum großen Vorbild, so muss das sein, wir machen weiter in unserem Fahrplan.
Modell hier in 1:87 nun angekommen. Schauen wir uns, wie sollte es anders sein? Erstmal an, wie kommt die Lokomotive zu uns? Wir haben hier einen schönen Hartschalen Karton der Firma B-Modells in schwarz gehalten. Innen drin ist ein wunderschönes Schaumstoffbett, worin die Lok sicher liegt. Es gibt auch noch zusätzliche Elemente, die links und rechts angesetzt werden, sodass die Lok auch wirklich nicht verrutschen kann. Also da ist der Transport auf jeden Fall schon gesichert, dass die Lok heil bei uns ankommt, so wie das sein soll. Ja, und wenn man die Lok dann in den Händen hält, merkt man erstmal, dass man hier ordentlich Gewicht in den Händen hält. Also hier auf jeden Fall ein großer Motor und eine gute Schwungmasse, die diese Lokomotive antreibt. Wir haben hier optisch natürlich den Zustand, wie eben ja schon gehört, mit der grün-gelben Lackierung. Und das, was ich persönlich schön finde bei dieser Lokomotive, ist, dass eigentlich schon alle Zurüstteile verbaut sind. Dazu sei erwähnt, diese silbernen Scheibenwischer, die sich sehr gut absetzen. Dann diese Tritte, hier die Leiter, die ganzen Bremsschläuche, der Zughaken hier vorne ist montiert. Und auch hier bei der Führerstandstür, die Griffstangen sind aus Metall. Der Führerstand ist wirklich sehr schön detailreich umgesetzt. Und ich hole mal eben schnell einen Kugelschreiber ins Bild, damit ich euch das zeigen kann. Schaut mal hier, die Führerstandstüren lassen sich sogar öffnen und man kann schön in das Innere des Führerstandes schauen. Auch die Seite ist schön umgesetzt mit den Bullaugen, wo dann auch ein Blick in den Maschinenraum möglich ist. Auch das Untergestell, die großen Drehgestelle mit den jeweils drei Achsen, die machen schon wirklich einen richtig großen und schweren Eindruck. Alles in allem macht es optisch im ersten Eindruck wirklich ein sehr, sehr gutes Bild. Außerdem mit dabei natürlich, das darf nicht fehlen, ein recht übersichtliches DIN A4 Blatt, wo wir hier unten auch nochmal Informationen haben, wie wir die Zurüstteile verbauen, und auf der Rückseite haben wir dann in zwei Sprachen dann die ganzen Sounds, die die Lokomotive mit sich bringt, und das hören wir uns natürlich gleich in Ruhe an, keine Sorge. Und ein kleines Zurüstbeutelchen ist auch noch dabei. Was ist drin? Es sind zwei Bugmasten, also im Prinzip das hier unter den Puffern, diese Maske, die hier bei uns jetzt geöffnet ist für die Aufnahme der Kupplung, ist hier nochmal drin und zwar geschlossen. Das heißt, wenn man natürlich sie in die Vitrine stellen möchte und ein schön geschlossenes Bild haben möchte, kann man diese Bugmasten hier montieren und hat dann ein sehr originales Bild der Lokomotive. Oder, so wie ich es zum Beispiel bei uns auf der Anlage mache, das eine Seite hängt ja sowieso immer am Zug und die andere ist natürlich nicht gekuppelt. Und genau diese Seite, da kommt bei uns dann halt immer der Lokomotivführer rein, ein kleines Püppi, wie wir immer sagen. Und dann wird vorne natürlich zugemacht. Es sieht optisch einfach schöner aus. Und ich finde sehr schön, dass auch jetzt B-Modells es so umgesetzt hat, dass man halt diesen Zustand auch herstellen kann, dass man mit den Zurüstteilen hier diesen Zustand auch hinbekommt. Alles in allem, wie gesagt, finde ich das sehr, sehr schön. Schauen wir uns die Lok noch kurz in ein paar Stichpunkten an. Wir haben hier, wie eben ja schon gesagt, das Modell in 1:87 DC Digital ab Werk mit Sound. Wir haben hier den Antrieb auf allen sechs Achsen, sowie auch die Stromabnahme ist auf allen sechs Achsen. Wir haben die Führerstandstüren, die sich auf allen Seiten auch öffnen lassen. Wir haben Federpuffer. Das kann man hier auch wunderschön sehen. Die kann man also sehr schön reindrücken. Es ist, gerade wenn man halt original kuppeln möchte und die Puffer sich dann so leicht eindrücken, das finde ich, macht immer einen sehr, sehr guten Eindruck. Drei Lichtspitzen bzw. zwei Lichtschlussleuchten in LED. Alle Kleinteile sind bereits montiert. Wie gesagt, man hat halt hier nur noch im Prinzip die Teile im Zurüstbeutel, wenn man die Front komplett zurüsten möchte, sprich mit einem geschlossenen Bild. Wir haben sehr feine Lüftungsgitter hier auf dem Dach. Das möchte ich auch nochmal, keine Sorge, es kommen Detailaufnahmen, euch auch nochmal nicht vorenthalten. Man kann, je nachdem, wie man gegen das Licht schaut, kann man durch die Lüftungsgitter schön dann die Lamellen von den Lüftern sehen. Wir haben hier zwei und hier einen. Also das macht wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Und wir haben auch nicht zu vergessen auf allen Führerstandstüren oder an allen Führerstandstüren die Griffstangen aus Metall. Außerdem haben wir einen Hochleistungsmotor mittig verbaut mit einer sehr großen Schwungmasse, die natürlich ordentlich was wegziehen kann. Des Weiteren handelt es sich hier natürlich um eine Lok der SNCB, also sprich der belgischen Staatsbahn. Wir haben die Betriebsnummer 5522 in der gelb-grünen Lackierung. Ja, Freunde, und das soll es auch kurz und knapp zum Modell in 1:87 gewesen sein. Wir machen weiter im Fahrplan. Thank you.
instant, voie 1 trahit sa destination de Tournai des Flandres, départ 9h26. Thank you.
Ja, und da sind wir auch am Ende unseres heutigen Videos angekommen. Es folgt natürlich am Ende das, nicht das Endewort, sondern das Schlusswort. Und ja, was soll ich zu dieser Lokomotive sagen? Es ist eine belgische, typisch belgische Lokomotive. Kennen wir hier in Deutschland nicht so sehr, deswegen kann der ein oder andere sich vielleicht schwer tun, aber ich persönlich war auch viel damals im Güterverkehr in Aachen unterwegs, habe diese Lokomotive halt auch gesehen, war sogar einmal auch bei ihr drin. Sie ist sehr imposant, sie ist sehr geräumig für ihre doch sehr kompakte Bauweise. Auch der Maschinenraum mit dem Bullauge, das ist wirklich ein Highlight, da mal durchzugehen. Und ja, an Leistung kann ihr, naja, zur damaligen Zeit wirklich kaum einer das Wasser reichen. Alles in allem hat man das Modell wirklich sehr schön umgesetzt. B-Modells hat hier wirklich hervorragende Arbeit gemacht. Auch die Führerstandstüren, die sich hier öffnen lassen, um dann halt auch schön ins Innere reingucken zu können. Die Federpuffer, die schöne Front mit der LED-Technik gefällt mir sehr, sehr gut. Und sage ich mal so, grenzüberschreitender Verkehr, also auch auf jeder deutschen Modelleisenbahnanlage, Belgien ist unser Nachbar, denke ich, kann diese Lok auf jeder Anlage eine gute Figur machen. Ja, so viel also zu meinem Schlusswort. Jetzt kommt das Wichtigste für euch, nämlich die Artikelnummern. Die Lok gibt es in drei unterschiedlichen Varianten. Einmal für die Gleichstromfahrer in DC analog. Das ist die Artikelnummer 20.133. Die Variante, die wir hier haben, also sprich DC digital mit Sound ab Werk, ist die Artikelnummer 21.133 und für unsere Wechselstromfahrer natürlich auch ab Werk digital mit Sound, das ist die Artikelnummer 23.133. Ja, Freunde, und jetzt sind wir wirklich am Ende angekommen. Solltet ihr jetzt noch Fragen haben, kein Problem. Diese Fragen könnt ihr einmal unter das Video in die Kommentare schreiben oder uns direkt eine Mail schicken an info@modellbahnunion.com. Wir werden uns natürlich in beiden Fällen schnellstmöglich dann bei euch melden. Ihr möchtet diese Lok haben, das ist auch kein Problem. Einfach auf unsere Internetseite gehen, www.modellbahnunion.com. Oben in die Suchleiste eure gewünschte Artikelnummer eingeben, dann in den Warenkorb legen, liefern lassen und glücklich sein. Ja, Freunde, und jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch heute mal wieder gefallen und ich hoffe natürlich, dass wir uns bald wiedersehen bei einer neuen Produktpräsentation in H0 oder zu irgendeinem anderen schönen Thema aus dem Bereich Modelleisenbahn. Also, macht es gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und tschüss.